Hallo, hallo, schön dich begrüßen zu dürfen. Und ja, es ist heute dieser Raum so richtig gefüllt. Und aus diesem Grunde kann ich noch einmal hier diese Einladung auch aussprechen, dass wir uns wirklich ausrichten wollen, mit unserem höheren Geist, mit unserem Heiligen Geist in Verbindung stehen. Und dass wir in dieser Ausrichtung auch sehen, was in unserem einzigen Geist als Wahrheit erkennbar ist und erkannt werden soll. Und erstmals ist es angeboten, hier in einem wöchentlichen Zusammenkommen. Und wir werden hier eben Themen ansprechen, Fragen, Denkweisen aufbringen, die eher spontan in unseren Geist kommen an diesem Tag oder vielleicht in den letzten Tagen und bestimmte Fragen wir uns gestellt haben. Und ja, je mehr aktiv wir darin sind, nicht hier mit einer bestimmten Akzeptanz vorzugehen, sondern dass wir tatsächlich bewusst sind, Verantwortung zu übernehmen, weil es unser eigener Geist ist. Wir sind uns bewusst, dass alles nur in unserem eigenen Geist passiert. Es besteht natürlich mehr und mehr Brisanz einer Reflexion, einer Verbindung, eines Gezeigtwerdens, wo die Wahrheit in unserem Geist liegt. Und das gesagt zu haben, ist in erster Linie, wenn wir auf die Geistesschulung von einem Kurs in Wundern uns ansehen, ist in erster Linie eben ein Erkennen der Bedeutungslosigkeit und wie bedeutungslos das ist, was wir gemacht haben oder wir als wirklich geglaubt und verteidigt haben. Und somit treten wir in eine größere Verbindung mit der Wahrheit ein, in dieser Verbindung unserer Geister, weil alles, was in unserem Geist hochkommt und auftritt, tatsächlich nichts anderes ist als eine Idee, die der Wahrheit überbracht wird. Und somit ist dieses Ziel dieses Zusammenkommens ein Erwachen in unserem Geist. Erwachen heißt erkennen, dass das, was bedeutungslos ist, wirklich keine Bedeutung hat und wir nicht mehr länger wertvoll erachten, brauchen, beziehungsweise so tun sollten oder müssten, als ob es uns etwas anbieten könnte. Und da sind wir auch in dem, wie uns Jesus in seinem Kurs in Wundern in diesen ersten Lektionen anbietet, dieses Verständnis oder diese Arbeit, diese Erfahrung, diese Arbeit, unsere Gedanken als bedeutungslos zu erkennen. Und das heißt eben, dass sie wirklich nichts bedeuten. Und das wird er immer wieder wiederholen in den einzelnen Lektionen, in denen wir hier sind, diese ganz besonders diese ersten 24 Lektionen, ersten 50 Lektionen wird darauf ständig eingegangen, dass wir eine neue Aussicht hier in unserem Geist anstreben und akzeptieren, die Bedeutungslosigkeit der Welt, die wir sehen, die Bedeutungslosigkeit unserer Gedanken über die Welt anerkennen. Weil es geht darum, dass wir hier eine Befreiung erfahren, nicht wahr? Diese Gedanken sollen uns helfen, uns von allem frei zu machen, darüber, was wir vielleicht nach wie vor glauben. So drückt er es auch in der Lektion, in diesen Lektionen aus. Und die Arbeit ist ganz einfach die, dass wir rangehen und uns ansehen, wie immer wir uns erfahren, was wir wahrnehmen im Tagesablauf und anerkennen, dass unsere Gedanken, meine Gedanken über dies und jenes, einschließlich dieser Sendung, einschließlich irgendwelcher Aktion, die Vergänglichkeit aufweist, anerkennen, dass sie nichts bedeuten. Und nur dann der Schritt, wenn das zurückgegangen ist auf die Quelle, das heißt, es wurde anerkannt, dass das nicht etwas ist neben etwas anderem oder etwas bedeutungsvoller oder etwas beachtenswerter wäre als etwas andere, dann ist erst der Raum gegeben,
dass wir zur Schau kommen können, dass wir weitergehen können und uns fragen können, ja, was ist denn wirklich, wer wir sind, was wir sind, wie Gott uns schuf, was ist denn Gottes Gedanke als unser Geist, als Schöpfungsgedanke selbst. Und natürlich darüber haben wir nicht viel an Worten miteinander zu teilen, aber alles an energetischer Ausdehnung, an Erfahrung in uns, die ich auch jetzt hier auf deinen Geist ausdehne, mit deinem Geist mich verbinde und in dieser Verbindung wir anerkennen, dass es einzig wahr ist, dass es eine wirkliche Sache ist, was wir in uns als ewiglich, als Unbegrenztheit erfahren. Und natürlich haben wir ein Role Model dazu. Jeder hat ein Rohmodell dazu gefunden. Und das mag durchaus etwas ganz Weltliches sein und dann wieder die Enttäuschung darüber, dass es doch nicht das angeboten hat, was du gemeint hast, was es dir bringen sollte, sprich Erlösung. Und aus diesem Grunde haben wir oder folgen wir hier einer Demonstration von ganzen Geist, Geist in Verbindung mit Gottes Geist. Das ist dieser reine Spirit-Geist. Und als Rohmodell wird uns gegeben eine Repräsentation genau auf der Ebene, wie wir uns sehen oder identifizieren, nämlich auch, dass wir unseren Erlöser in einem Körper sehen, der berührbar wäre, der Emotionen hat, der Worte verwendet, zu uns spricht, der alle menschlichen Inhalte oder Qualitäten genauso lebt, wie wir sie leben, aber uns demonstriert in all seinen Aussagen, in all seinen Aktionen, dass es nicht nur eine Möglichkeit gibt, frei zu sein von Begrenztheit, insbesondere der Idee des Körpers und in einem Körper zu sein, sondern eine Notwendigkeit dazu gibt. Die Möglichkeit ist Teil der Geistesschulung, die wir schulen, damit hier der Geist sich überhaupt öffnet von seiner begrenzten, verkrusteten Indoktrination, sage ich dazu, nicht wahr? Von Glaubenssätze zu halten, zu verteidigen, sich selbst diese Glaubenssätze aus der Vergangenheit, aus Traditionen, Jahrtausende alten Traditionen zu lehren. Und da mag durchaus auch viel Wahrheit darin liegen. Aber solange es nicht wahr ist für uns selbst, aus einer eigenen Erfahrung kommen, ist es nach wie vor ein Konzept und ist es nach wie vor ein darüber sprechen oder darüber sich etwas ansehen und diskutieren. Aber dieses Rohmodell, dass die Manifestation des Heiligen Geistes für uns als Wegbegleiter, als Übersetzer, als Führer, als geistiger, spiritueller Führer, Richtungsweiser, nicht wahr? Heiler, Richtungsweiser, Lehrer gibt. Das, was ich für mich als Jesus von Nazareth, der auferstandene Christus, akzeptiere, der nicht hier einen Akt der Kreuzigung durchging, um zu beweisen, dass er sich für die Sünden der Welt aufgeopfert hat. Das ist ein vollkommen falsches Verständnis, wie es
durch die Kirche falsch interpretiert wurde, sondern es ist ganz klar, dass Jesus uns sagt, dass es eine Demonstration war, wie es heute nach wie vor ist, dass es nur Leben gibt. Das Leben, das ist, was es ausmacht, zu erkennen, in Erkenntnis und in Erfahrung zu bringen. Und das heißt, ebenso in Erfahrung zu bringen, dass es nicht so etwas gibt wie Tod. Dass das, was Vergänglichkeit aufweist, die Vergangenheit repräsentiert. Und das ist jedes Erscheinungsbild dieser Welt. Ob du jetzt in einen Spiegel siehst oder dir dieses Video ansiehst und dich selbst als einen Körper siehst, oder ob du irgendeinen Aspekt im Kosmos als eine sternengalaktische Formation anerkennst, all das weist Vergänglichkeit auf. Und all das, was Vergänglichkeit aufweist, ist letztendlich eine Idee des Todes. Aber diese Idee des Todes, das ist ja nichts anderes als eine Projektion des Glaubenssatzes unserer selbst war, dass wir selbst uns auslöschen könnten, dass wir selbst etwas anderes sein könnten, als wie Gott uns schuf, als der ewige Schöpfungsgedanke selbst. Nämlich zu Mensch zu werden, Mensch zu sein, Körper zu sein und als Körper in dieser Existenz leiden zu müssen, um letztendlich zu sterben. Das ist nicht wahr. Und das bedarf deine wie meine Demonstration, mir selber gegenüber, dir selbst gegenüber, damit der Geist keinen Zweifel mehr darüber hat, was lebt, was Leben ausmacht, was Leben repräsentiert, was Leben ist. Offensichtlich bist du hier, offensichtlich lebst du. Was ist das, das Leben in dir ausmacht? Und ich sage dir, es kann nicht etwas sein, was Vergänglichkeit aufweist. Es kann nicht etwas sein, was in dem Sinn Körperlichkeit oder Persönlichkeit ausmacht. All das bedeutet nichts, ist bedeutungslos. So, das, was Leben ausmacht, ist, was wir sind. Und diese Demonstration gibt uns Jesus ständig, immer und immer wieder, als eine Reflexion unseres Bruders. Und du solltest eigentlich Fragen darüber haben, weil du dich nicht nur 2000 Jahre lang, sondern 40.000 Jahre lang in dieser Suche danach, wer bin ich, wer du bist, ja selber eingeredet hast, dass du ein Körper wärst. Wenn du nach wie vor irgendetwas als schmerzhaft empfindest, auf der physischen Ebene, auf der mental und emotionalen Ebene, dann ist das nach wie vor eine Anerkenntnis, in einer Körperidentität verhaftet zu sein. Zu glauben, dass du in einem Körper leben würdest. Nein, du lebst nicht in einem Körper. Leben hat sich nicht etabliert und lokalisiert in etwas, was Vergänglichkeit aufweist. Und das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder in unserem Geist vollkommen klarstellen. Weil da war ja genau die Täuschung bzw. das Missverständnis. Und erst tatsächlich in der Aktion zu sein, und ich verwende hier jetzt ganz bestimmt das Wort üben, Aktivität als Übung, das zu üben, das, was wir als Consciousness, als Bewusstsein bezeichnen. Weil mit dem Bewusstsein kannst du überall hingehen. Du kannst in deinem Körper überall hingehen und du kannst im Universum überall hingehen. Das heißt, das Bewusstsein ist diese Domäne des über dich selbst Bewusstseins. Und dass dieses Bewusstsein sich befreien kann von jeder Eingrenzung, jeder Begrenzung im Denken,
ist ein Üben. Und dieses Üben bedeutet, dass wir tatsächlich in unserer Geistesschulung und Anwendung, wie Jesus uns hier anführt, für uns Heilung erfahren können, sollen, müssen, indem wir unser Bewusstsein frei im Universum erfahren. Nicht mehr in der Eingrenzung und Begrenzung des Körperseins. Und das ist so der Schwerpunkt, den ich heute mit dir hier teilen möchte. Und wir können das gerne ganz kurz belassen, weil es sowieso die Anwendung, die Übung davon ist. Lass das, was Körperlichkeit ausmacht, was die Welt ausmacht, das, was gemacht wurde, was projiziert wurde auf die Leinwand, alles, was objektive Wirklichkeit ausmacht, lass das ganz einfach sein, wie es ist. Kümmere dich darum überhaupt nicht. Weil es ist ja nur ein Resultat. Dieses Resultat wird sich von selbst verändern, wenn du deinen Geist darüber veränderst, wie du denkst. Wenn du deine Konzepte darüber, dass du nach wie vor in einem Körper wärst, veränderst. Wenn du dein Bewusstsein, dass du auch oder vielleicht sogar vollständig auf den Körper konzentriert hast, befreist und entlässt in eine universelle Erkenntnis, in eine universelle Erfahrung. Da ist, wo wir uns verbinden. Da ist es genau, wo wir uns treffen. Und in diesem aus dem Körper buchstäblich das Bewusstsein entziehen und ein Professional dabei zu werden. Das heißt, du kannst das dann anwenden in allen Situationen, egal wie sie zu dir kommen. Das war Jesus Christus in der Kreuzigung. Glaubst du tatsächlich, dass Jesus Christus gelitten hat, wie jeder, der in einem Körper identifiziert ist? Nein, Jesus von Nazareth hatte bereits die Qualität, dass er sein Bewusstsein aus dieser Körperlichkeit befreien konnte, sich entziehen konnte. Und in dem Sinne, in der Distanz zu dem Ereignis, ist nicht dasselbe Leiden, ist nicht dasselbe Leidensdruck, dasselbe Schmerz erfahren, wie jemand, der voll und ganz identifiziert ist mit seiner zellulären Gegebenheit. Und das ist wirklich, was wir auch als Gebet und Meditation bezeichnen. Es ist ein Entlassen, ein Befreiungsakt unseres Bewusstseins aus dem begrenzten Gedankenzustand in das, was alles ist. In das, was wir als das Universum bezeichnen oder Gottes Geist. Und in Wirklichkeit rekonfigurieren wir unser Selbst dadurch jeden Moment von Neuem. Wir leben die Auferstehung jeden Moment. Das war die Auferstehung von Jesus Christus vor 2000 Jahren und seine Demonstration davon. Das, was zu Tode gebracht wurde, und bezeugt wurde, dass als Körper gestorben ist, wurde einfach ins Nichts entlassen. Aber wir haben die Macht und die Fähigkeit einer Neukonfiguration, einer Form, wenn wir das auch praktizieren und üben. Wenn wir diese Macht annehmen, dass unsere Erneuerung tatsächlich ein Annehmen der Macht Gottes für uns ist. Sieh, solange ein Körper einen Sinn und Zweck hat, und Jesus schreibt darüber im Kurs, dass der einzige Sinn und Zweck die Kommunikation ist, und solange du in deinem Geist eine Notwendigkeit siehst, zu kommunizieren, deinen Nächsten zu erreichen, um
dich selbst zu lehren, um dich selbst zu heilen, um dich selbst mit deinem Glücklichsein auszudrücken. Solange wirst du auch eine Körperlichkeit als Mittel zum Zweck konfigurieren. Und diese Manifestation hat letztendlich dann nur noch den Sinn und Zweck, uns auszudehnen als das, was wir bereits wissen, wer wir wirklich sind, als eine Lichtausdehnung, als eine Ausdehnung der Liebe selbst. Und jetzt macht das alles Sinn, nicht wahr? Weil jetzt kommen wir zusammen und sagen uns, okay, wir sind in Beziehung, wir tauschen uns aus, ja, das ist, wie es aussieht. Aber geht nicht mehr um Ideen, die Begrenztheit aufweisen, sondern wir beziehen uns für einen Moment in einem Austausch einer Idee, wer wir wirklich sind, und lassen uns das zeigen als Erfahrung selbst in diesem Verschwinden selbst des Bedeutungslosen, das das für uns wahr ist. Körper werden ganz einfach ins Nicht verschwinden, wie sie immer ins Nichts verschwunden sind, ganz einfach, weil sie illusionäre Natur sind, weil sie nichts vom Ewigen aufweisen. Und aus diesem Grunde müssen sie verschwinden. Aber ich spreche hier von der Auferstehung des Geistes, von einer Neuerschaffung, Konfiguration, Manifestation eines Mittels, solange der Geist Notwendigkeit hat, in der Kommunikation sich selbst das Himmelreich, dem Himmelreich zu geben. Und das war die Demonstration von Jesus Christus, Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren, als seine Auferstehung. Und weißt du was? Das ist genau das, was wir jetzt als er uns geben, uns demonstrieren, nach wie vor, so lange, bis kein Aspekt in unserem Geist mehr dem ignorant entgegensteht. Jesus wird weiterhin durch mich, durch dich, durch uns alle genau das lehren. Und ich hoffe, dass das so anregend ist und, lass mich mal sagen, so auch provozierend ist, dass du dich einstimmst und sagst, okay, da bin ich dabei. Ich werde nicht mehr nur hier das nach außen objektiv projizieren, als ein Gläubiger der Kirche oder irgendeiner Religion, irgendeiner Tradition, sondern ich bin bereit, dies für mich selbst anzunehmen, den Weg in seinen Fußstapfen zu begehen. Und es ist ein großes Abenteuer. Und es gibt keine Garantien dafür. Das Einzige, was garantiert ist, ist, dass der Ausgang erfolgreich sein wird. Wir werden uns dort wiederfinden, wo wir hergekommen sind, als Licht in Licht. Weil wir sind nichts anderes als der vollkommene ganze Gedanke, Schöpfungsgedanke Gottes selbst. Und das ist nicht ein Konzept. Ich spreche hier nicht von einem Konzept. Ich spreche hier von meiner Erfahrung, die auch deine Erfahrung ist. So. Danke für diese Reflexion. Ja, und bitte schau hier vorbei. Mach es als, bring es für dich an, dass es einen Wert und eine Wichtigkeit bekommt, dich zu verbinden in dieser Spontaneität, was in unserem Geist hier reinkommt. Weil es gibt hier viele, viele Reflexionen in der Welt. Aber du weißt ganz genau, wovon wir sprechen. Und du hast eine ganz gegenwärtige Erfahrung damit. Vielleicht mit einem Bild, das als einzigartig aussieht. Aber in Wirklichkeit teilen wir selbst das. Du bist auch nicht allein im Erfahren, weder des Gedankens noch der Erfahrung selbst. Wir sind wirklich ein Geist, der hier loslässt
sich transformiert, sich führen lässt, sich den Weg zeigen lässt nach Hause. Und somit wünsche ich dir eine wirklich ganz, ganz wunderbare und großartige Reise nach Hause. Ich liebe dich. Freue mich auf ein Wiedersehen mit dir. Hier in diesen Reflexionen und Verbindungen. Momentan passiert es freitags um 12 Uhr hier US Central Time oder 19 Uhr mitteleuropäische Zeit. Jetzt, hier und jetzt. Danke, Vater Gott. Ich liebe dich. Danke. Bye-bye.